Festliche Grüße aus Würfelhausen. Heute ist unsere Magabotato Weihnachtsspezialfolge. Wie man sieht, toll. Wir haben Weihnachten geklaut. Weiter geht's im normalen Trott. Hier kommen die News aus der Paralleldimension. Ho, 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 es ist Weihnachten und Skibo hat dieses Jahr wieder zwei Weihnachtsminis auf den Markt geworfen. Großartig! Hassle-Free Miniatures haben auch Weihnachtsangebote unter dem Namen 12 Days of Christmas. Unter anderem kann man sich sein eigenes Gesicht auf eine Mini modellieren lassen. Auch 2011 findet wieder im Februar die Hamburg Taktika statt, auf der wir unser Debüt hatten. Und natürlich werden wir nächstes Jahr auch wieder da sein. Was ich an Weihnachten wirklich hasse, sind die Märchen. Aber zum Glück sind wir jetzt an der Macht und blasen dieses Thema ab. Pah! Das ist doch totaler Quatsch. Märchen mag jeder, besonders das von Rapunzel. Psst. Moin Moin! Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Magabotato. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch diesmal haben wir wieder viel zu bieten. Und wir beginnen gleich mit den News. Und ihr dachtet, jetzt kommt wieder was Gutes. Oh Gott. Warum ruft denn keiner an, zu gewinnen durch diesen wunderschönen, formschönen Zylinder? Ich höre gerade aus der Regie, wir haben drei weitere Leitungen freigeschaltet. Nennen Sie uns ein Tier mit X. Erleben Sie heute unser Sonderprogramm. Männer, die gegen Bäume laufen. Schaut mal, Leute, habe ich gerade gewonnen mit der Lösung Xenomorph. Aber zurück zu unserer Rapunzel. Ja, Sie haben richtig gehört. Sieh doch nur, was im Fernsehen läuft. Genau die Figur habe ich auch. Oh, Peck, lass mich bitte in Ruhe. Ich muss heute den ganzen Tag schon fette Frauen anmoderieren. Aber sieh doch nur. Sie hat langes Haar. Kann sich nur kein Friseur leisten. Aus der Miniaturenschmiede Tale of War präsentieren wir Ihnen heute unsere Rapunzel. Eine Frau, die weiß, ihre Vorzüge einzusetzen und Männer jeglichen Alters und jeglicher Gattung den Kopf zu verdrehen. Sie hat riesengroße Ohren. Na, wer die wohl bezahlt hat. Diese Miniatur wird Ihnen exklusiv im 28mm Maßstab nicht zusammengebaut geliefert. Durch eine hohe Passgenauigkeit sollten aber auch Neulinge wenig Probleme haben, sie zusammenzukleben und bemalbereit zu bekommen. Einzig beim rechten Bein müssen Sie eventuell ein wenig mit Modelliermaße nachbessern. Aber das ist nun wirklich kaum der Rede wert. Die Gussgrate haben wir so weit minimiert, dass nur wenig Nacharbeit erforderlich ist. Die nötige Standsicherheit wird durch unser einzigartiges, nie dagewesenes 25mm Base gewährleistet, das selbstverständlich beiliegt. Sieh dir doch nochmal die Base an. Sie wurde nach einem Tutorial von Brückenkopf online gestaltet. Sind das nicht die, die den Gewand ums Webwerk verloren haben? Bestellen Sie also noch heute und Sie bekommen nicht nur unsere Figur. Nein, Sie bekommen auch noch diese. Die Farben wurden durch Schichttechnik aufgetragen. Indem entweder weiß oder schwarz zur verwendeten Farbe zugefügt wurden, hat der Bemaler viele fließende Übergänge geschaffen. Viele Schichten hatten die Frauen heute auch. Ich lege noch einen drauf und zwar mit dieser fantastischen Schaumstoffeinlage. Also der abgeschlagene Kopf auf der Base sieht ein bisschen aus wie deiner. Becky, in die Küche, mach dich nützlich, um mal was zu essen. Ich hab schon gegessen. Außerdem will ich lieber Magabotato weitersehen. Dieser Typ kann ums Verrecken nicht moderieren. Ich hasse Weihnachten. Ich mag's. Bitte? Alles leuchtet und blinkt. Andere Dimension, Stelia. Wo ist ein anderer Dimensionsbad? Hallo ihr Süßen, das Bastelpüppi ist wieder da. Diesmal habe ich mich von Dennis' Winterspielplatte inspirieren lassen und werde dazu etwas Passendes basteln. Wegen der Weihnachtszeit und der Utensilien denkt ihr bestimmt an ein Lebkuchenhaus. Aber mal ehrlich, so ein Lebkuchenhaus, das hat doch jeder. Nein, ich habe mit freundlicher Unterstützung von unserem Atelier Dennis, der seinen Fundus ein wenig ausgemistet hat, einen Gegenstand zum Umgestalten bekommen. Ladies und Gentlemen, ich präsentiere den leckersten Panzer, den die Welt je gesehen hat. Den Lebkuchen-Rhino. Als Grundfarbe habe ich ein Dunkelbraun verwendet. Die Zuckerstangen habe ich mit Heißkleber befestigt, ebenso wie die ganzen Lebkuchenteile. Die habe ich vorher aber, bevor ich sie angeklebt habe, ein bisschen angeordnet, damit es auch optisch was hermacht. Und ich natürlich so viel wie möglich von dem Panzer verstecken wollte.
Das Glitzerzeug dient neben dem dekorativen Aspekt und dem extra Bling-Bling natürlich dazu, die Räder und Ketten zu verdecken, weil ich das jetzt nicht so schön fand. Den Baum, den habe ich Dennis geklaut, aber zuletzt bepinselt ihr die freien Stellen noch mit Deckweiß oder einer anderen weißen Farbe und tragt da ein bisschen Kunstschnee auf. So, ihr Süßen, das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir uns hoffentlich wiedersehen, wenn ich euch nicht verschreckt habe. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Tschüssi! Eins muss man Mantic ja wirklich lassen. Sie sind das Startup-Unternehmen der Branche dieses Jahres. Gezielt brachten sie armeefähige Plastikminiaturen zu günstigem Preis heraus und wilderten somit im Monopolgefilden. Wir haben zwei Plastikboxen der Zwerge einmal auf Herz und Nieren geprüft. Moment mal, du bist gar nicht die andere Dimensionstele. Hallo liebe Kinder, heute erzähle ich euch die Geschichte der Prinzessin Schneelia und ihren 40 Zwergen aus dem Hause Mantic. Aber bevor wir mit der Geschichte beginnen, kommen hier einige Infos vorweg. In jeder Regimentsbox der Ironclads und Ironwatch sind 20 Zwerge mit diversen Zusatzteilen und Optionen drin. Dabei fällt auf, dass die kurzen aus 2-5 Teilen bestehen, je nach Gussrahmen und Zwerg. Die Posen der Figuren sind aber recht einheitlich, sodass alle im Großen und Ganzen recht ähnlich aussehen. Die Schützen können außerdem zwischen zwei Waffenarten wählen, Gewehre und Armbrüste. Nun geht's aber los mit unserer Geschichte. Es war einmal eine Prinzessin namens Schneelia. Sie lebte glücklich in ihrem Zauberwald zusammen mit ihren 40 Zwergen. Doch eines Tages verschwand Schneelia. Wo mag sie hin sein? Oh weh, die Schneelia ist weg. Was machen wir nun? Ich hab's. Wir holen die Hunde, die werden sie finden. Oh, das ist eine großartige Idee. Wir Zwerge sind ja berühmt für unsere Hunde. Ja, Hunde. Wurfdoggen, um genau zu sein. In den Gussrahmen der Ironclads sind nämlich kleine Bulldoggen. Die haben einen Griff auf dem Rücken, der spielerisch durchaus Sinn ergibt. Bei Kings of War können die Zwerge nämlich die Hunde auf ihre Feinde werfen, die dann in der gegnerischen Einheit wüten. Gegen Untote sind sie übrigens besonders effektiv, da Hunde ja Knochen mögen. Mit zusätzlichen Bases könnte man sie aber auch durchaus als Einheitenfüller nutzen. Aber auch die weiteren kleinen Bonusteile sind witzig oder sinnvoll. Zum Beispiel der tote Zwerg, den man nicht nur für Gelände oder Dioram benutzen kann, sie sind auch als Verlustmarker zu benutzen, welche bei Kings of War essentiell sind. Bei den Ironclads sind außerdem noch Teile für einen Anführer, einen Musiker und einen Standartenträger enthalten. Die Hunde hatten, nachdem sie sich ein paar Knochen gegönnt haben, Schneelias Fährte aufgenommen. Die Zwerge folgten ihr. Haha, ihr Zwerge, kommt nicht vorbei! Ich werde euch vernichten, euch in Stücke schneiden, eure Knie... Was sind das für eine? Ich habe keine Ahnung. Hol mir doch den dicken Jolly raus. Hast du dabei? Klar, den habe ich immer dabei. Oh ja, denn in jeder Box gibt es noch einen Bonus-Gussrahmen mit Kanone plus Besatzung. Man kann zwischen zwei Kavems-Männern wählen. So einen kostenlosen, tollen und vor allem sinnvollen Zusatz finden wir echt super. Das war ja einfach. Ja, einfach und schnell. Äußerst fix sind die Minis zusammengebaut. Zwar nicht lückenfrei, aber problemlos. Die Bemalung unserer Weihnachtszwerge war dafür gar nicht mal so geil. Unser Grumli weiß aber mehr drüber zu sagen. Die Dinger sind portenhässlich. Kann man jetzt sagen, ist Geschmackssache. Aber ich persönlich mag keine Figuren, wo ich erstmal überlegen muss, was bemale ich da überhaupt? Oder gar, was tue ich da? Scheiße, das kann man völlig in die Tonne treten. Echter Rotzdreck. Naja, Grumli, so schlimm ist es dann doch wieder nicht. Aber ganz Unrecht hat er leider auch nicht. Die Qualität der Miniaturen lässt teilweise doch sehr zu wünschen übrig. Zwar sind die Zwerge nicht detailarm, aber diese sind zum Teil unscharf und etwas wässrig gegossen. So weiß man an einigen Stellen leider nicht, was Stoff und was Rüstung ist. Oder ob dieses Stück der Figur nun zum Arm, zur Hand, zur Waffe oder zum Bart gehört. Dadurch ergeben sich viele glatte Flächen, die gerade Massenbemalmethoden wie das Dippen oder Bürsten nicht wirklich sinnvoll macht. Schade eigentlich, denn die Mantic-Zwerge sind auf Massenkäufe ausgelegt. Schneelia wanderte durch den Wald auf der Suche nach dieser Gestalt und sie wurde fündig. Ein leckerer Apfel, dachte sie. Die Zwerge, welche Märchen kannten, wussten, dass dieser Apfel vergiftet war. Doch sie waren zu spät.
Die Zwergenboxen von Mantic sind definitiv für alle Spieler, die schnell und günstig eine Armee aufbauen wollen, mehr als ein Blick wert. Vor allem aber auch, weil eine Kriegsmaschine dabei ist. Das Design ist keine Frage Geschmackssache. Auch redaktionsintern schieden sich bei uns die Geister. Zum einen finden wir sie etwas starr, klobig und zu eckig. Zum anderen finden wir es aber wieder sehr gut, dass sie nicht aussehen wie die klassischen Zwerge der Fantasy-Welt mit ihren dicken Wampen. Warum sollten kampferprobte Zwerge denn nicht einmal einen athletischen Körperbau haben, anstatt einen dicken Bauch? Naja, am Ende muss jeder selbst entscheiden, wie er es findet. Ein richtig oder falsch gibt es nämlich nicht. Die Fehler und die Gussqualität sind leider nicht von der Hand zu weisen. Aber da die Figuren eher für Spieler anstatt für Maler ausgelegt sind, werden die Details und ganzen anderen kleinen Fehler wohl in der Masse eh untergehen. Nachdem wir Weihnachten gerettet haben, müssen wir uns leider auch schon wieder von euch verabschieden. Ja, die 6. Staffel ist um und wir gehen danach auch leider in die Winterpause. Das heißt leider, wir haben es auch echt verdient. Mal wieder. Im Februar sind wir wieder da, aber wir haben noch 4 Adventskalenderfolgen, die solltet ihr nicht verpassen. Auf keinen Fall. Ah, und es gibt auch ein Gewinnspiel für euch. Und zwar müsst ihr diesmal richtig was machen, aber es gibt auch was Dickes zu gewinnen. Es geht um Battlegroups von War Machine. Davon könnt ihr 2 nach Wahl gewinnen, auf Platz 1 auf jeden Fall. Und auf Platz 2 gibt es 1 nach Wahl. Zur Auswahl stehen Krix, Menov, Kador und Cygnar. Aber das gibt es nicht umsonst, ist ja auch was wert. Deswegen müsst ihr was tun dafür. Ja, und zwar, bald ist ja auch das neue Jahr nach Weihnachten, malt, schreibt, filmt, fotografiert uns eine Geschichte über unsere guten Vorsätze fürs neue Jahr. Also das, was ihr denkt, was wir, das Marco Butato-Team, für gute Vorsätze sich nehmen sollte für 2011. Genau, es müssen aber mindestens 3 aus dem Team sein. Ja, mindestens 3. Also nicht nur einer von uns, sondern sucht euch welche aus. Ihr könnt auch gerne alle. Ich empfehle Philipp, den Kameramann. Ja, wir sollten zum Schluss kommen, bevor wir sie alle zulabern. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, für die ganze tolle Unterstützung. Es war sehr schön mit euch. Richtig. 2010 ist vorbei. Ist vorbei. Für zumindest für uns. Kommt wieder 2011, da wird es noch viel besser. Tschüss. Tschüss. Schöne Weihnachten. Wenn mein Name nicht richtig schreibt, dann kann ich gewinnen.